Hallo, ich habe heute eine Rezension für euch zu einem zweiten Teil, deshalb Vorsicht, Spoilerwarnung, wer den ersten Teil nicht kennt. Ich rede von Storm, die Auserwählte. Das ist ein Thriller von der Virginia Berkin im Fischer KJB Verlag erschienen. Das Ganze ist ein Hardcover. Schauen wir mal kurz drunter. Huch. Kostet oh, 16,99 € und hat, ich muss auch wieder nachschauen, ja, um die 440 Seiten. Schaut mal, davon habt ihr den ersten Teil, das war Rain, das tödliche Element. Das fand ich ja damals so toll, dieses Cover. Und das Ganze ist eine Dilogie in zwei Teile. Genau, das Ganze ist ein Zweiteiler und damit mit Storm abgeschlossen. Spoilerwarnung an dieser Stelle. Wer Teil 1 nicht kennt, schaltet jetzt besser ab, denn sonst spoilert ihr euch selber und das wäre ja schade, weil lest dann lieber den ersten Teil und dann könnt ihr diesen Teil lesen. Womit endete der erste Teil? Der erste Teil endete ja damit, dass Ruby mit, wie hieß er, Darius? Darius hieß er, gell? Darius Brett, genau. Darius Brett in der Militärbasis Schutz suchen wollte, nachdem ja so ziemlich alle, die sie gern gehabt hatte und gemocht hatte, gestorben sind. Und die hatten ja auch noch das kleine Mädchen dabei, das sie ja gerettet hatten, die Prinzessin, die nicht redet. Und Ruby wurde ja von dem Militär, von der Army, von dem Army Camp abgewiesen, weil sie einfach strohdumm ist, kann man das so sagen? Ja, sie einfach strohdumm ist und mehr Wert auf Klamotten gelegt hat als auf alles andere und somit für das Militär nutzlos war. Darius war ja der obernerdigste Obernerd der Schule und natürlich hat er einiges auf dem Kasten und das Militär hat gesagt, er darf bleiben. Und das ging ja dann so, dass auch Saskia, Rubys größte Konkurrentin, mit Darius in der Militärbase war und Ruby sich quasi selbst überlassen wurde. Und Ruby ist dann wieder nach Hause zurückgekehrt in ihr Haus und ja, hat sich dort in Selbstmitleid ergossen. Der Teil schließt jetzt direkt da an. Also wir steigen direkt ein, wo der erste Teil aufgehört hat. Ruby lebt jetzt schon eine Weile in diesem Haus und ja, ist ziemlich kurz vorm Durchdrehen, sagen wir es so. Also sie ist wirklich kurz davor, irre zu werden oder ist auch schon irre und hat halt weiterhin überlebt und hat die Überlebenstaktiken, die ihr Vater ja beigebracht hatte, oder ihr Stiefvater beigebracht hatte, angewandt. Ihr Dad ist immer noch nicht aufgetaucht und Ruby wartet ja immer noch auf ihn. Und eines Tages jedenfalls gehen die Kirchenglocken und Ruby weiß, oh, da ist noch jemand anders und sie trifft auf eine alte Bekannte aus ihren Kindertagen und die ist ziemlich schockiert von dem, wie Ruby da heruntergekommen ist und wie es Ruby geht, weil Ruby ist wirklich in einem sehr schlechten Zustand. Und Ruby merkt, dass sie halt dringend etwas ändern muss und macht sich auf die Suche nach ihrem Vater und lernt auch wieder, wie man überleben muss oder dass man das Leben schätzen sollte und entwickelt auch wieder einen Überlebenswillen, weil sie war wirklich kurz davor, in den Regen rauszugehen und dann halt zu sterben. Ja, das ist so, ja. Grober Umriss von Teil 2. Ich sag immer nicht zu viel, weil ja, die Geschichte, die ist ja wirklich stellenweise hammerhart. Also ist wirklich sehr, sehr, sehr grenzwertig, sehr grausam, sehr brutal. Unterschwellig brutal, also was diese Regen da mit einem macht, da fand ich ja, deshalb habe ich ja die Bücher irgendwie so gemocht, die Vorstellung alleine von diesen Regen, dass dieser Regen giftig ist und worauf man dann alles achten muss und was der Regen dann mit einem macht, das ist ja wirklich ein sehr gruseliges Denken und ein sehr gruseliges Zukunftsszenario, was nicht ohne ist. Die Ruby selber. Ich mochte ja die Ruby im ersten Teil nicht, weil ich fand sie dumm, ich fand sie naiv, ich fand sie einfach nur furchtbar. Ich habe ihre Gedankensprünge und ihre Handlungen überhaupt nicht nachvollziehen können im ersten Teil. Sind wir jetzt Freunde geworden? Freunde vielleicht nicht, aber Ruby ist mir doch mehr ans Herz gewachsen. Also man merkt, dass Ruby gewachsen ist.
also erwachsener geworden ist. Ja, es kommen immer noch Stellen, da geht es einfach mit ihr durch. Ich glaube, das ist halt Ruby, das kann man nicht verhindern. Da geht es erstmal in die Shopping Mall und da werden die Haare gefärbt und da die Schminke. Und das ist ja gut, sie ist ein 15-jähriger Teenager, warum auch nicht? Und sie war sowas wie die Prinzessin oder Königin der Highschool und jetzt plötzlich ist sie nichts mehr und. Ja, wer will es ihr verübeln? Also ich bin nachsichtiger mit Ruby geworden. Ja, ich mochte sie mehr, weil man, wie gesagt, merkt, sie ist aber erwachsener geworden, sie übernimmt mehr Verantwortung. Sie handelt nicht immer überlegt, aber sie denkt ein bisschen mehr nach. Also sie ist nicht mehr so treu doof wie im ersten Teil, sondern denkt manchmal ein bisschen nach. Ihr seht schon manchmal geht es wirklich noch mit ihr durch. Da denkt man sich, ach Ruby, warum? Aber ja, also ich mochte sie jetzt doch durchaus mehr. Sie ist mir wirklich ans Herz gewachsen und ja, irgendwie ist sie mir doch ein bisschen sympathischer geworden. Der Schreibstil, ja, der ist schon wie schon im ersten Teil sehr schwierig, weil gerade wenn es mit Ruby durchgeht, das Buch ist ja aus ihrer Sicht geschrieben, dann wird es anstrengend zu lesen und ihr zu folgen, ihren Gedankengängen, weil die sind manchmal wirklich total wirr und total irre, dass man da nicht immer gleich durchsieht. Dann wieder gefiel mir der Schreibstil, weil dann hatte ich wirklich das Gefühl, hey, ich erlebe das gerade mit der Ruby. Da war es auch klar geschildert und deutlich geschildert. Ja, und manchmal hat man dann wirklich so Sachen wie, ihr seht, sie soll ja nicht fluchen. Sie schreibt ja das Buch für ihre Mama eigentlich. Und dann kommen dann so diese Virussachen, die da im Regen sind oder so, dieser Comic-Stil, so Frums und Krach und das war dann wirklich anstrengend zu lesen. Also da bin ich manchmal auch nicht hinterhergekommen und habe es dann zum Teil auch überlesen. Es war dann auch nicht wichtig für die Geschichte, nicht wirklich wichtig und immer aber, wenn so etwas war, dann ist danach etwas Schlimmes passiert, wo ich mir dachte, oh mein Gott, es kann gar nicht schlimmer kommen und es ist doch noch schlimmer gekommen. Also die Ruby, die hat wirklich so viel durch, die nimmt wirklich alles mit. Also sie tritt A in jedes Fettnäpfchen und B passiert ihr wirklich alles, was einem während eines Überlebenskampfes Schreckliches passieren kann. Und das tat mir teilweise so leid und ist mir so ans Herz gegangen, weil ich dachte so, oh, dieses arme 15-jährige Mädchen, was muss sie noch alles ertragen? Ja, das Buch ist jetzt damit abgeschlossen, die Reihe. Ja, ist auch gut, also das Ende ist auch durchaus befriedigend. Also da, ja, doch bleiben nicht mehr viele Fragen offen. Ein bisschen offen ist es noch, ein paar Sachen sind noch offen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, da müsste jetzt noch ein Teil erscheinen oder da muss jetzt noch ein Teil rauskommen oder geht gar nicht, weil das ist kein Abschluss. Nein, das nicht. Also es ist wirklich ein Abschluss. Die Reihe ist jetzt damit beendet. Ich bin froh, dass ich sie gelesen habe. Thriller-Reihe, ja doch, es war Jugendthriller, Jugendbuchthriller, wobei es wirklich teilweise hart an der Grenze war mit dem, was sie da erlebt hat. Und ja, also ich habe es nicht bereut, sie gelesen zu haben. Es war mal komplett was anderes. Ich kenne so in der Richtung, wüsste ich jetzt nichts Vergleichbares, würde mir jetzt nichts einfallen, weil es ist auch so ein bisschen Endzeit-Jugendthriller. Ja, so würde ich das jetzt nennen. Und ja, wie gesagt, also Ruby mochte ich sehr. Zweiter Teil fand ich sogar noch besser als den ersten Teil. Der erste Teil hatte viele Schockelemente. Der zweite Teil hat er jetzt nochmal deutlich nachgelegt und ordentlich nachgelegt, weil er war wirklich spannend von Anfang bis Ende. Und ja, schade ein bisschen, dass die Reihe jetzt vorbei ist. Und nehmt euch in Acht vor dem Regen. Ciao.